Die Unachtsamkeit gegenüber des Gedenken Allahs und die Undankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, wenige meine Diener sind dankbar. Wenige. Ein Mann, ein frommer Mann, er umrundet die Kaaba, die ganze einzige Bittgebet sagt, ja Allah, lass mich zu denen gehören, zu den wenigen gehören. Nur das, ja Allah, lass mich zu den wenigen gehören. Einer hat ihn gehört, sagt, was meinst du damit? Sag, ich meine damit, das ist diese Verse im Koran. Allah hat doch gesagt, nur wenige meiner Diener sind dankbar. Ich möchte zu diesen wenigen Dankbaren gehören. Und Dankbarkeit ist nicht nur zu sagen, Alhamdulillah. Das ist eine Art und das ist die letzte. Die beste Art, dass du erstmal Allah dankst, du erkennst mit deinem Herz und du empfindest in deinem Herz, dass alles, was du hast, ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Herz ist sicher, Gewissheit ist in deinem Herzen drin. Alles, was ich besitze, ist von Allah. Der Gebende ist Allah. Der Gebende ist Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und dann sagst du Alhamdulillah, aber die beste Art, wie danke ich Allah für meine Augen? Indem ich diese Augen hier niemals im Verbotenen benutze. Indem ich mit diesen Augen versuche, niemals etwas Verbotenes anzugucken. Und hier meine ich Ghadlul Basar. Ich danke Allah, ich zeige Allah, ja Allah, ich danke dir für diese Augen, indem ich meine Blicke senke, wenn ich etwas Verbotenes sehe. Wenn eine Frau entgegenkommt, die A'udhu Billah halbnackt, ist A'udhu Billah. Die Teil angezogen ist und Teil nicht angezogen ist, ist Allah al-Afu al-Afiya. Und sie wackelt die ganze Zeit vor mir und schwankt hin und her, um mich anzumachen, um mich in Versuchen zu führen. Daran denke ich, diese Augen gehören Allah, der hat mir gegeben, subhanahu wa ta'ala. Und yawm al-Qiyamah wird Allah danach fragen, Jalla fi ula. Also wie reagiere ich jetzt? Ich senke meine Blicke, ja Allah, danke für diese Augen. Ich verwende diese Augen nicht in dem, was dich, in dem, was dein Zorn erweckt. Und das ist die Wahrheit von Gottes. Alles, was du hast von Allah, verwende es in dem, was Allah liebt. Es gibt eine Überlieferung, der Diener Allah bittet Allah um etwas. Beispiel, du willst Geld. Du machst Dua, ja Rabbi, gib mir, ja Allah. Ja Rabbi, gib mir, ja Rabbi, du wiederholst, Allah gibt dir nicht. Warum Allah gibt dich manchmal, subhanallah? Das, was du willst, weil du bist ein Mensch und du kannst die Folge der Dinge nicht sehen. Aber er kennt all das, was verborgen ist, das, was du nicht siehst. Das heißt, die Folge aller Dinge kennt nur Allah, subhanallah. Das, was in Zukunft passiert, kennt nur Allah. Manchmal, du willst eine Frau heiraten, du drängst, du willst sie heiraten. Aber subhanallah, Allah gibt dir diese Frau nicht, gibt dir eine andere. Warum? Weil Allah weiß besser wie du, diese Frau passt nicht zu dir. Die passt nicht zu dir, Abdi. Ich kenne diese Frau besser wie du und ich kenne dich besser wie du selbst. Also diese Frau, wenn du sie heiraten willst, die wird ja nur Probleme machen. Und du wirst ihr nur Probleme machen, ihr werdet nur große Probleme haben, ihr werdet nicht glücklich leben. Also, ich halte diese Frau von dir fern. Manchmal sogar, wenn Allah etwas von dir fernhält, das ist eine Art Geben von Allah. Weil wenn Allah dir diese Frau von dir ferngehalten hat, das heißt, er hat dich geschützt. Durch das Abhalten von dem, was du willst, von Allah, Jalla fi ula, Allah hat dir einen Schutz gegeben, subhanahu wa ta'ala. Habt ihr mich verstanden? Das heißt, wenn du ja Rabbi, gib mir das, gib mir das, Allah gibt dir nicht. Weil er weiß, dass es schlecht für dich ist. Und dann kriegst du etwas anderes. Nach vielen Jahren wirst du erkennen, Alhamdulillah, dass ich diese Frau nicht geheiratet habe. Wallah. Erst später erkennst du das. Ein Mann, Azib, ein Tabi'i saß, betet und jemand hat sein Pferd geklaut. Und dann als er fertig war, guckt, sein Pferd ist nicht mehr da. Kommen Leute gerannt, sagen, wir haben niemanden gesehen, der dein Pferd hatte. Ist aufgestanden, um hinzugehen. Dann hat er sich hingesetzt. Dann sagt er, was ist los, willst du dein Pferd nicht mehr? Sagt er, nein. Sagt er, warum? Sagt er, erstmal, es ist eine Spende, fi sabilillah. Sagt, zweitens wäre dieses Pferd gut für mich gewesen, hätte Allah es nicht von mir weggenommen. So haben die Menschen damals reagiert, subhanallah. Sie waren dankbar. Wenn Allah gibt, waren sie dankbar. Wenn Allah festhält, waren sie auch dankbar gewesen. Ist nicht das, was du immer fragst, ist nicht immer gut für dich. Wie in dieser Überlieferung sagt, der Diener ruft, ja Allah, gib mir, ja Allah, gib mir. Und dieser Diener drängt. Und dann Allah subhanahu so großzügig, subhanahu wa ta'ala, er gibt. Sagt dann beispielsweise, du hast so viel Geld verlangt, keine Ahnung, 100.000 Euro, Allah hat sie dir gegeben. Was machst du mit diesem Geld? Nur Verbotenes. Allah sagt, Abdi, ich stehe kurz bevor, sauer auf dich zu werden und nie mehr mit dir zufrieden zu sein. Hier ist gefährlich. Also Liebe hätte Allah ihm das nicht gegeben. Versteht ihr? Das heißt, manchmal nimmt ihr schon Acht, wenn Allah etwas von dir fernhält, das ist Khayr für dich. Das ist nur gut für dich. Allah weiß am besten, wie Atta ibn Abi Rabah sagt, du bist verpflichtet, Allah zu bitten, ihn anzuflehen, aber überlasse Allah, wann und was er gibt. Das ist bei uns noch nicht so weit. Überlasse Allah, wann und was er gibt, denn Allah weiß besser wie du. Kann sein, das, was du willst, ist schlecht für dich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala.
لا إله إلا الله. إذا دنك باكايت بكم داس ديز أوغا ألان أين أوغا يا أين أين سيد أوغا سيد أكروف دي جشيشت أين من هات الله أزو أين من دينت الله فين فون داتيار كنت بنو إسرائيل أن بيتن جبيت جدنكن الله سبحانه وتعالى نخس جبيت لوب خايزمون spenden alles mit ihm. Sogar dieser Mann hat in einer Insel gelebt und diese Insel war umzingelt vom Meer. Das heißt nur Salzwasser. Aber aus diesem Wasser holt Allah eine reine Quelle raus. Süßes Wasser. Denn die Macht Allahs unbegrenzt. Dieser Mann hat diese Quelle als Dankbarkeit für seine Anbetung. Denn Allah ist dankbar. Wenn du dankbar bist, Allah ist dankbar, subhanahu. Für diese kleinen Taten wird dir Allah danken, yawm al-qiyamah, mit einem großen Paradies, Paradiesgarten. Dieser Mann dient Allah 500 Jahre und hat einen Granatapfelbaum. Und dieser Granatapfel wächst nur einmal im Jahr, aber bei ihm wuchs jeden Tag eine. Dankbarkeit von Allah für seine Anbetung, weil dieser Mann war dankbar gewesen. Er starb und steht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, mein Diener, du warst dankbar, du hast mich angebetet, du hast mich gedient. Ich war dankbar zu dem bisherigen Leben, jetzt danke ich dir für das, geh mit meiner Gnade ins Paradies. Er sagt, nein, ja Allah, ich möchte durch meine Taten ins Paradies gehen. Oh, oh, das ist ein Problem. Allah sagt, bring ihn zurück. Jetzt wird die Waage hingestellt. Jetzt wird die Waage hingestellt. Alle seine Taten, 500 Jahre, werden auf einer Waage hingestellt. Und ein einziges Auge hat Allah von ihm genommen. Und auf die andere Waagschale hingestellt, um zu gucken, was liegt mehr. Was hat mehr Wert, dein 500 Jahre Taten oder diese Auge, die ich dir gegeben habe? Allah hat nicht zwei genommen, nur eine. Er sagt, diese Auge hat mehr gewogen als all seine 500 Jahre Anbetung. Allah sagt, nimm ihn jetzt und bring ihn in Jahannam. Willst du mit deinen Taten? Guck mal an. Du hast noch nicht mal die Chance. Also ab mit ihm ins Höllenfeuer. Sag, nein, ja Rabb, mit deinem Rahman jetzt. Ich möchte mit deiner Gnade jetzt ins Paradies gehen, ja. Allah sagt, bring den wieder zurück. Allah sagt zu ihm, Abdi, ich habe dich mit meiner Gnade erschaffen. Subhanallah. Abdi, ich habe dich mit meiner Gnade erlaubt, auf meiner Erde zu leben. Und ich habe dich mit meiner Gnade versorgt. 500 Jahre. Und du hast mich anbeten können nur mit meiner Gnade. Denn Allah leitet recht, wenn er will, subhanahu wa ta'ala. Und führt irre den, wenn er will, subhanahu wa ta'ala. Es ist nicht in deiner Macht, dass du, Wallahi al-Azim, wenn Allah nicht will, du kannst dich kein einziges Mal niederwerfen zu Allah. Wallahi, ohne sein Erlaubnis, ohne seine Genehmigung, wir können hier keine Sekunde bleiben. Wallahi al-Azim. Wir können keine einzige gute Tat verrichten. Denn du wirst, wenn du etwas vorhast, deswegen sagen wir, Insha'Allah werde ich es tun. Wenn du diese Insha'Allah nicht sagst, das heißt, wenn Allah will, ohne seine Wille, du kannst dich noch nicht mal vom Boden nach oben bewegen. Du kannst nicht mehr aufstehen. Wallahi, du sitzt mit seinem Wille. Du stehst auf mit seinem Willen, subhanahu wa ta'ala. Du atmest mit seinem Willen, subhanahu wa ta'ala. Und du guckst und du siehst und du riechst. Und du hörst mit seinem Willen, subhanahu wa ta'ala. Und du lebst mit seinem Willen, jalla fi ula. Wie ein Jude kam zum Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, ich wollte dich über diese Maschia fragen, über den Willen Allahs fragen. Sagte, ja, frag doch. Und der Mann sagte, ich will jetzt sitzen. Allah sagt, Prophet Muhammad sagt, nein, Allah will, dass du sitzt. Sag, ich will aber stehen bleiben. Sag, Allah will, dass du stehen bleibst. Dann hat er eine Axt genommen, sagt, ich will diese Baum abfallen oder abhaken. Sag, Allah will das nicht tun. Sag, ich lasse es jetzt in Ruhe. Sag, Allah will, dass du es in Ruhe lässt. Denn wenn Allah nicht will, wir können nicht mehr. Wallahi, wir können nicht mehr. Allah sagt, Abdi, all das, was du gemacht hast, war meine Wille gewesen. Du hast dich niedergeworfen zu mir. Mit meiner Wille, Abdi. Mit meiner Gnade, Abdi. Und du gehst ins Paradies mit meiner Gnade. Er sagt, nur mit deiner Gnade. Er sagt, Allah, geht, nimmt ihn ins Paradies mit meiner Gnade. Ein Auge, die Gelehrten sagen, hätte Allah zwei Augen genommen, der Mann wäre zugrunde gegangen. Hätte Allah nur zwei Augen von ihm genommen, er wäre zunichte gegangen, zugrunde gegangen. Also seid dankbar, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala.